Günstiges Gold, Duriel-Sets, tolle Items und mehr findet ihr auf aoeah.com. Checkt dafür einfach den Link in der Beschreibung und mit dem Code HGS gibt es an der Kasse nachher nochmal 6% extra. Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Heute sind wir zurück in Densha und zwar mit Barbaren. Wir wollen heute über den nächsten Barbaren-Guide reden und zwar Heap in der dritten Variante. Ich habe schon zwei Heap-Guides gemacht. In dem einen spielen wir mit zwei Einhändern. Das ist so die Einstiegsvariante gewesen. Dann haben wir uns im letzten Bild darum gekümmert in der Zweihand-Variante und ordentlich Damage. Und dieses Mal ist es auch eine Damage-Variante, allerdings mit mehr Death wie in der letzten Variante. Also für all diejenigen, die die letzte Variante spielen, ich verlinke die euch auch nochmal unter dem Video, aber zu oft sterben ist diese Variante wahrscheinlich die bessere Variante. Wir haben jetzt nämlich tatsächlich auch die Eisenhaut mit drin und durch die Eisenhaut werden wir extrem tanky, da gehen wir gleich aber genauer drauf ein. Vorweg kann ich euch aber schon mal sagen, wenn ihr die letzte Variante derzeitig spielt, müsst ihr einiges ändern, um diese Variante spielen zu können. Und dafür gucken wir uns auch zuerst einmal die Skillung an, denn da hat sich auch ein bisschen was getan. Ich drücke einmal die Taste A, ich mache das Ganze groß und wir gucken uns mal ganz oben die Fertigkeiten an. Ganz oben die Fertigkeiten habe ich ganz normal 5 Punkte in Hieb drin, das ist unser Hauptangriff und ein Punkt hier weiter rein. Viele packen hier in Kampfhieb noch die Punkte mit rein, macht bei uns keinen Sinn, wirklich nicht. Wir haben nämlich keine Kernfertigkeit, mit der wir Schaden machen können und wir haben auch keine Waffenbeherrschungsfertigkeit, mit der wir überwältigen können und ordentlich Schaden machen können. Unsere einzige Waffenbeherrschungsfertigkeit, die wir haben, ist unser Stahlgriff. Unser Stahlgriff, der macht sowieso nicht den großen Schaden, von daher ist das zu vernachlässigen. Wir spielen in dieser Variante auch keinen Hammer der Urahn. Wir skillen nicht den Hammer der Urahn mit. Deswegen macht auch das gar keinen Sinn, hier diesen Punkt mitzuskillen. Deswegen nur 5 Punkte hier rein, 1 Punkt da rein und ab in die nächste Zeile. In der nächsten Zeile skillen wir nichts. Wie eben schon gesagt gehabt, Kernfertigkeiten interessieren uns nicht. Unser Hauptangriff bleibt der Hieb. In der nächsten Zeile, da machen wir aber einiges. Wir nehmen die ganzen Rufe mit, die wir hier drin haben und wir nehmen noch ein paar Passive mit. Fangen wir mit den Rufen an. Da haben wir einmal den Schlachtruf mit dem verbesserten Schlachtruf und dem strategischen Schlachtruf. Der Schlachtruf sorgt dafür, dass wir unaufhaltsam werden und das ist extrem wichtig für uns. Und wir bekommen Stehlung. Während Schlachtruf aktiv ist, erhaltet ihr jedes Mal, wenn ihr direkten Schaden erleidet oder verursacht, zusätzlich 2% unseres maximalen Lebens als Stehlung. Das ist ziemlich viel und das ist ziemlich cool und deswegen wollen wir das haben. Wir skillen nicht den taktischen Schlachtruf, was in vielen anderen Skillungen geskillt wird. Dadurch würden wir mehr Wutmanagement bekommen. Wut interessiert uns nicht. Wir geben in diesem ganzen Bild keine Wut aus. Deswegen brauchen wir diesen Punkt nicht mitskillen. Dafür skillen wir dann nämlich dieses hier und haben das mit der Stehlung. Dann habe ich hier unten noch Eisenhaut mitgeskillt. Eisenhaut gehen wir nachher nochmal speziell drauf ein. Da müssen wir nämlich einiges verändern. Das ist die große Änderung. Hierüber werden wir tanky. Ein Punkt in Eisenhaut reicht allerdings. Eisenhaut stiehlt euch und erhaltet eine Barriere, die 5 Sekunden lang 70% eures verlorenen Lebens absorbiert. Die Barriere von Eisenhaut absorbiert 120% des maximalen Lebens mehr. Das machen wir mit verbesserter Eisenhaut. Und dann mit der taktischen Eisenhaut, solange Eisenhaut aktiv ist, werdet ihr pro Sekunde um 10% der ursprünglichen Höhe der Barriere als Leben pro Sekunde geheilt. Das heißt im Klartext, wenn wir Eisenhaut ziehen, haben wir einen irrsinnig guten Heiltrank und sind eigentlich sofort wieder voller Leben. Sehr, sehr gut, ist ein zusätzlicher Heiltrank, passt perfekt. Wir haben zusätzlich, da gehe ich schon mal direkt drauf hin, auf dem Amulett den Aspekt drauf, Eisenhaut verleiht Unaufhaltsamkeit und 53% Schadensreduktion während der Zeit, die Eisenhaut läuft. Das ist der Aspekt und deswegen ist Eisenhaut extrem stark. Wenn wir Eisenhaut zünden, werden wir zusätzlich noch unaufhaltsam und 53% Schadensreduktion. Das heißt, während der Zeit, wo Eisenhaut aktiv ist, sind wir eigentlich unsterblich. Und das ist auch der Grund, warum wir möglichst oft Eisenhaut aktiv haben wollen. Also wir gehen in diesem Bild sehr stark auf Abklingzeitenreduktion. Im letzten Bild, den ich gemacht hatte mit der Zweihandwaffe, da spiele ich auch nicht mit Hammer der Urahn, sondern mit Zorn des Berserkers. Da habe ich den Zorn des Berserkers extra drin gemacht, weil das eine sehr gute und sehr starke Skillung ist, in dem Moment, wo wir noch nicht extrem stark sind. In dem Moment, wo das Equip gerade noch am Wachsen ist, würde ich tatsächlich die vorherige Skillung empfehlen.
Später dann, wenn wir auf diese Skillung switchen, müssen wir sehr, sehr viel Abklingzeitenreduktion haben, denn wir nehmen jetzt den Zorn des Berserkers raus, den haben wir nicht mehr hier unten drin in der Leiste, das wäre ja hier unten geskillt, der ist nicht mehr mitgeskillt, das heißt, wir wollen trotzdem möglichst oft im Berserker-Modus sein und wir haben noch verschiedenste Möglichkeiten, in den Berserker-Modus zu kommen. Aber die eine Möglichkeit ist hier der Kriegsschrei und den wollen wir auch möglichst oft drücken und dafür brauchen wir auch sehr viel Abklingzeitenreduktion. Und jetzt haben wir ja gerade gesehen, dass wir sie hierfür auch brauchen. Also auf diesem Bild würde ich switchen, wenn ihr genügend Abklingzeitenreduktion habt und ihr werdet auch im Verlauf des Bildes merken oder im Verlauf des Guides merken, dass ich sehr, sehr viel Abklingzeiten drauf gemacht habe überall. So, also die Eisenhaut haben wir soweit einmal besprochen. Sie macht uns unheimlich defi, tatsächlich. Wir haben aber noch mehr hier unten geskillt und zwar habe ich hier den Herausforderungsruf mitgeskillt. Dadurch verspotten wir die Gegner, die greifen uns an. Das ist erstmal nicht so toll, aber solange Herausforderungsruf aktiv ist, wird euer maximales Leben um 20% und das ist multiplikativ erhöht. Das ist extrem viel, deswegen hier ein Punkt im verbesserten Herausforderungsruf. Bevor wir in die nächste Zeile gehen, haben wir hier nochmal volle Punkte drin, imposante Erscheinung. Dadurch bekommen wir nochmal wesentlich mehr Leben, auch multiplikativ. Und hier ist nochmal eine ordentliche Schadensreduktion gegen Elite-Gegner vorhanden. Auch da volle Punkte rein. Dann haben wir noch eine Besonderheit drin. Ich möchte in meinem Bild Blutungsschaden machen. Ich habe nicht mehr den Aspekt drin, dass ich Blutungsschaden mache, wenn ich im Berserker-Modus bin. Das hatten wir nämlich noch im letzten Bild drin. Habe ich nicht mehr. Jetzt hole ich mir meinen Blutungsschaden hier rüber. Ein Punkt rein, erhalte Dornen, erhalte zusätzliche Dornen pro x zusätzlich maximalen Leben. Ja, dann machen wir ein bisschen Dornschaden, völlig egal. Aber dann haben wir hier diesen Punkt. Erhöht eure Dornen um 3%, auch egal. Wenn Gegner euch treffen, erleiden sie im Verlauf von 5 Sekunden 10% eures Dornenschadens als Blutung. Egal wie viel Dornschaden wir machen, in dem Moment, wo wir getroffen werden, fangen unsere Gegner an zu bluten. Wir haben nachher am Paragon-Board geskillt, dass wir an blutenden Gegnern nochmal mehr Schaden machen können und dass blutende Gegner an uns weniger Schaden machen. Deswegen ist das wichtig, hier einen Punkt reinzusetzen. Kommen wir in die nächste Zeile. Da haben wir auch natürlich ein bisschen was geskillt. Das ist einmal der Kriegsschrei. Das hat sich nicht verändert im Verlauf zum letzten Guide. Wir haben den verbesserten Kriegsschrei und wir haben den starken Kriegsschrei. Wir kommen durch den Kriegsschrei im Berserker-Modus und durch den starken Kriegsschrei erhöhen wir nochmal den Schaden multiplikativ. Dann habe ich hier 3 Punkte drin in donnernde Stimme. Die Dauer unserer ganzen Rufe erhöht sich um 24% multiplikativ. Da ist ein Ruf, da ist ein Ruf und da ist ein Ruf. Die wollen wir jetzt länger wirken lassen. Und eure Ruffertigkeiten lassen Gegner 5 Sekunden lang 12% weniger Schaden verursachen. Dadurch werden wir auch nochmal tankiger, was oben in den großen Pitch-Stufen nachher auch vonnöten ist. Dann habe ich 3 Punkte noch in aggressiven Widerstand drin. Erhaltet im Berserker-Modus 12% Schadensreduktion. Auch darüber werden wir nochmal tankiger. Und ich habe 1 Punkt noch in Schnelligkeit drin. Dadurch werden wir nochmal ein bisschen schneller und können gerade bei Bossen eher und besser ausweichen. In der nächsten Zeile, da haben wir einmal den Stahlgriff gemacht. Der Stahlgriff, den haben wir im letzten Guide ja schon ersetzt. Ganz früher hatten wir den Tritt noch drin, das war eine Raufbold-Fertigkeit. Haben wir jetzt nicht mehr drin, wir haben den Stahlgriff drin. Mit dem Stahlgriff können wir Gegner heranziehen, das ist gut, gerade in der Pit, bevor wir beim Boss sind. Und wir machen durch den verbesserten Stahlgriff unsere Gegner 3 Sekunden lang verwundbar. Beim Kick haben wir sie 4 Sekunden verwundbar gemacht, aber es hat einige Gründe, warum wir den Tritt nicht mehr benutzen, sondern jetzt den Stahlgriff. Hatte ich im letzten Video aber auch erklärt gehabt. Also Stahlgriff mit verbesserten Stahlgriff und jetzt Stahlgriff des Kämpfers. Wenn Stahlgriff einem Gegner Schaden zufügt, verfallt ihr 2 Sekunden lang im Berserker-Modus. Nächste Möglichkeit, im Berserker-Modus zu kommen. Aber auch das sind noch nicht alle Möglichkeiten. Wir haben noch mehr Möglichkeiten, im Berserker-Modus zu kommen. Und das ist ja auch Ziel des Bildes. Ziel dieses Bildes ist es, möglichst dauerhaft im Berserker-Modus zu sein und möglichst dauerhaft die Eisenhaut aktiv zu haben. Wird uns nicht ganz gelingen, aber wir sind relativ nah dran. So, das war hier der Stahlgriff. Dann habe ich hier nochmal ein bisschen Tankiness mitgeskillt und zwar 1 Punkt in C drinne. Jedes Mal, wenn wir direkten Schaden erleiden, erhalten wir Stählung. Dann habe ich 3 Punkte in Verteidigungshaltung drinne. Erhöht verliehene Schadensreduktion, während ihr gestählt seid, um zusätzlich 6%. Nochmal wieder jede Menge Schadensreduktion. Und ich habe hier, solange ihr mindestens 50% eures maximalen Lebens gestählt seid, verursacht ihr 12% multiplikativ mehr Schaden. Dann haben wir hier oben auch noch ein bisschen Schaden mitgeskillt und auch ein bisschen Tankiness nochmal wieder. Ihr fügt Gegnern in der Nähe 9% multiplikativ mehr Schaden zu
und erhaltet 6% Schadensreduktion, aber nur für Fernkampf. 3 Punkte noch in niederstreckenden Schlag. Ihr fügt verletzten Gegnern 25% multiplikativ mehr Schaden zu. Verletzt sind Gegner immer, wenn sie weniger als 35% Leben haben. Das kommt uns bei Bossen nämlich nochmal zugute in den großen Pitstufen, deswegen Gier 3 Punkte rein. Und das war's in dieser Zeile. Wir gehen in die nächste Zeile. Da haben wir keine Fertigkeit geskillt, sondern nur hier die Passiven. Und die Passiven, die sind auch relativ cool. Wir haben hier einmal Aufmischen. Eure Fertigkeiten mit Wuchtwaffen verursachen 15% multiplikativ mehr Schaden, wenn der Gegner betäubt oder verwundbar ist. Dann habe ich hier einen Punkt in Erschütterung drin und ganz viele durch meine Härtung noch mit. Deswegen habe ich hier so viele Punkte drauf. Und damit habe ich eine unheimlich hohe Chance, beim Zuschlagen mit einem Streitkolben meine Gegner zu betäuben. Wir schlagen mit Hieb mit einer Zweihandwaffe zu, und zwar den Streitkolben. Den haben wir ausgewählt. Das machen wir, indem wir die Taste S drücken. Dann halten wir die Maus auf unseren Hieb, scrollen ruhig ein bisschen runter und drücken jetzt die mittlere Maustaste. Damit ändern wir die Zuweisung der Waffen und damit könnten wir dann im Prinzip auch eine Einhandwaffe reinnehmen, wenn wir da einen Streitkolben drin hätten. Habe ich nicht drin, deswegen kann ich tatsächlich auch nur die Wuchtwaffe nehmen als Zweihandwaffe. Habt ihr aber einen Einhandstreitkolben, könnte es auch sein, dass hier zwei Einhänder drin sind. Dann geht bitte auf die Zweihandwaffe, auf den Streitkolben. Zweihandstreitkolben spielen wir hier nämlich. Zurück in die Skillung, wir gehen nochmal hin. Wo waren wir? Ganz hier unten. Also wir haben jetzt eine ordentliche Chance, unsere Gegner zu betäuben. Das wollen wir. Und dann habe ich hier 3 Punkte drin. Wenn ihr Zweihandwaffen verwendet, verursacht ihr 15% multiplikativ mehr kritischen Trefferschaden. Dadurch erhöhe ich meinen Schaden nochmal. Deswegen hier auch nochmal 3 Punkte rein. Was ich dann noch ganz zum Schluss geskillt habe, ist völlig klar. Das ist hier entfesselt. Erhöht die maximale Dauer des Berserker-Modus um 5 Sekunden und erhöht seinen Schadensbonus auf 100%. Und das Ganze ist auch multiplikativ. Deswegen ist es so wichtig für uns, im Berserker-Modus zu sein. Das war soweit die Skillung. Wir gucken uns als nächstes das Paragon-Board an, denn wir haben noch sehr, sehr viel vor uns und deswegen können wir nicht so viel Zeit hier lassen. Ich gehe ganz zu Anfang in die erste Seite und Leute, da kann ich euch gleich beruhigen. Ich werde unter diesem Video in den Informationen das Paragon-Board sowie die Skillung reinpacken. Da könnt ihr raufdrücken auf den Max-Rollplaner, den ich da erstellen werde. Da wird die erste Seite leer sein. Das Equip habe ich da nicht rein editiert. Erstens würde das saulange dauern. Und zweitens ändert sich das Equip bei mir ständig noch. Das ist noch nicht das finale Equip. Deswegen, wenn ihr auf diesen Link geht, geht direkt auf Skillung und Paragon. Dann braucht ihr hier nicht immer das Video pausen. Fangen wir aber mal an mit dem Paragon-Board. Ich bin hier über die Schadensseite hochgegangen. Im ersten Board habe ich Territorial drin. Die ganzen Geschicklichkeitspunkte mitgeskillt und dadurch mache ich an nahen Gegnern mehr Schaden. Bin runtergegangen hier auf die Death Note und bin dann von hier aus rübergegangen ins nächste Board. Im nächsten Board habe ich das Board gewählt Gemetzel. Gemetzel nach links weggedreht und dann bin ich gleich am Anfang hier hochgegangen zu der Glyphe und habe hier Ausbeuten drin. Ausbeuten sorgt dafür, dass wir einem verwundeten Gegner mehr Schaden machen. Ist natürlich eine wunderbare Geschichte, denn Schaden ist alles, was wir wollen. Dann habe ich hier unten noch die Notes mitgeskillt. Nochmal ein bisschen Schaden, wenn wir im Berserker-Modus sind. Bin dann hier rüber gegangen. Hier kriegen wir nochmal ein bisschen Death rein. Und bin dann hier einmal ins obere Board gegangen und hier ins linke Board. Wir gucken uns ruhig das obere Board eben kurz an. Da bin ich reingegangen, habe das Board Dezimierer genommen. Dezimierer auch wieder nach links gedreht. Bin aber direkt hier hochgegangen zu diesem Glyphenpunkt. Dort habe ich Unerschrocken drinne. Das heißt mehr Schaden, wenn wir gestählt sind. Habe hier die beiden Knotenpunkte noch mitgenommen und bin dann direkt hier raufgegangen auf Dezimierer. Wann immer ihr einen Gegner verwundbar macht, wird euer Schaden 3 Sekunden lang um 10% multiplikativ erhöht. Überwältigen eines verwundeten Gegners gewährt euch 5 Sekunden lang zusätzlichen Bonus von 10%, das ist nicht so wichtig. Dann gehen wir wieder ein Board zurück und gehen von dem Board nach links weiter. Auch da haben wir wieder ein schönes Board drin und zwar makellose Technik. Makellose Technik wird nicht mitgeskillt, völlig unwichtig für uns. Aber ich bin reingegangen, bin hier oben auf den Glyphenpunkt gegangen und habe da Groll drinne. Für je 5 in Reichweite erworbene Stärkepunkte verursacht ihr x Schaden, während ihr im Berserker-Modus seid. Im Berserker-Modus erleidet ihr 10% weniger Schaden durch Elite-Gegner. Haben wir natürlich, machen wir, nehmen wir mit, Berserker-Schaden und weniger Schaden im Berserker-Modus. Die 2 magischen Knotenpunkte nehmen wir nochmal mit. Dadurch werden wir auch nochmal tankiger und machen mehr Schaden und gehen dann ins nächste Board. Im nächsten Board habe ich dann Kriegshetzer drin. Jedes Mal, wenn ihr 75 Wut verbraucht, erhalten wir Stählung. Skillen wir nicht mit, weil wir dafür nicht genügend Skillpunkte haben. Ich bin reingegangen, Priorität gleich nach links, hier auf den Glyphenpunkt. Zorn.
Mit Zorn machen wir wieder wesentlich mehr kritischen Trefferschaden, sollten wir mitnehmen. Und wie die Fertigkeiten, die kritisch treffen, erzeugen Wut, völlig egal. Wut brauchen wir bei uns im Bild nicht, ist allerdings der Bonus, nehmen wir also mit. Hier die Punkte nehmen wir natürlich auch mit, noch mehr Schaden physisch. Hier haben wir nochmal Widerstände gegen alle Schadensarten drin. Wenn ihr die nicht braucht, könnt ihr diese Punkte hier auch rausnehmen und könnt ihr noch woanders mit reinpacken. Dann habe ich anschließend hier noch die Sachen mitgenommen, denn hier ist jede Menge Leben drin. Hier geht es mir nicht um die maximale Wut. Hier geht es mir um die 4% maximales Leben. Da nochmal 2% Leben und hier auch nochmal 2% Leben. Das ist es, was die Sache so interessant macht für mich. Deswegen habe ich hier noch ein paar Punkte ausgegeben. Dann bin ich weitergegangen nach links ins letzte Board. Und im letzten Board, da habe ich Blutrausch drin. Blutrausch habe ich hier nach unten rechts gepackt. Dann habe ich hier oben links habe ich den Glyphenpunkt und da habe ich Macht drin. Alle magischen Notenpunkte kriegen Bonus und ihr verursacht 8% mehr Schaden, wenn ihr eine Zweihandwaffe führt. Führen wir. Damit haben wir diesen Bonus. Der Bonus ist multiplikativ und damit sehr, sehr stark. Dann habe ich hier nochmal die Knotenpunkte mitgenommen. Die magischen Knotenpunkte auch nochmal. Die sind einmal Death und einmal Damage. Und damit ist das Paragon-Board auch soweit fertig. Wie gesagt, das Paragon-Board werde ich euch aber unterm Video nochmal verlinken. Falls das hier zu schnell geht, könnt ihr es da in aller Ruhe nachbauen. Gucken wir uns als nächstes mal dieses Equip an. Ihr seht, ich hetze hier gerade ziemlich durch, damit das Video nicht wieder ganz so lange wird. Denn wir werden ganz zum Schluss vom Video auch nochmal einen kleinen Gameplay-Teil mit dranhängen, damit ihr das Ganze auch in Action seht. Beim Equip hat sich auch einiges getan im Vergleich zum letzten Mal. Ich habe keinen Streitkolben hier mehr drin, eine Einhandwaffe. Brauchen wir nicht. Der Streitkolben ist wesentlich schlechter wie das Schwert als Einhandwaffe bei uns, denn das Schwert hat als implicit kritischen Trefferschaden. Auf beiden Schwertern haben wir jetzt kritischen Trefferschaden drauf, denn wir spielen mit zwei Einhandschwertern, einem normalen Schwert und einem Streitkolben. Die Aspekte von den Waffen gucken wir uns ruhig mal eben kurz an. Das ist natürlich, auf allen Waffen wollen wir immer Hieb verursacht X Spaltungsschaden drauf haben. Das ist extrem wichtig und das ist auch der Wert, den wir dann bei der Vollendung nach Möglichkeit hochpushen wollen. Der zweite Wert auf allen Waffen sollte sein, dass wir mehr Schaden an nahen Gegnern machen. Das sind die beiden wichtigsten Härtungen für unseren Schaden auf den Waffen. Ansonsten gehen wir bei den Waffen gerne noch auf Stats wie kritischen Trefferschaden, Stärke, Leben ist da drauf ganz cool. Ihr könnt da aber auch Schaden gegen verwundete Gegner raufnehmen, Schaden gegen Gegner in der Nähe, all das, was euren Schaden erhöht. Das haben wir auf allen Waffen auch drauf und damit ist die Sache soweit fein. Wie gesagt, bei der Vollendung nachher versuchen wir nach Möglichkeit immer die Sache zu treffen, dass wir höher kommen im Hiebschaden. Zu den Aspekten, da gibt es nicht viel zu sagen, da sind wir relativ festgelegt. Wir nehmen die gleichen Aspekte auf die Zweihandwaffe wie im vorherigen Bild schon. Hiermit machen wir nämlich 160% mehr Basisschaden. Mit diesem hier erhöhen wir die Angriffsgeschwindigkeit für unseren Basisschaden ganz enorm. Aber auf Einhandwaffe, da haben wir jetzt ein bisschen was geändert. Ich habe nicht mehr den vampirischen Fluch mit drin und den Vampiraspekt drin, sondern ich habe hier einmal drin, Fertigkeiten verursachen bis zu 20% multiplikativ mehr Schaden, basierend auf ihrer zur Wirkzeit verfügbaren Primärressource. Bei voller Primärressource, die wir ja immer haben, machen wir den vollen Schaden, also dauerhaft 20% multiplikativ mehr. Und in der zweiten Waffe habe ich den Aspekt drin, verursacht 10% multiplikativ erhöhten Schaden. Dieser Bonus verdreifacht sich, wenn ihr 3 Sekunden lang stillsteht. Also wir haben dauerhaft 10% multiplikativ mehr. Wenn wir länger wie 3 Sekunden lang stillstehen, erhöht sich der Bonus um 30%. Bei den Bossen in der Pit stehen wir sehr oft direkt vor und bewegen uns nicht. Und dann haben wir diese 30% zur Verfügung und das macht das Ganze sehr, sehr stark. Auf dem Amulett wollen wir nach Möglichkeit Werte drauf haben. Angriffsgeschwindigkeit, kritische Trefferchance und Stärke. Das sind so die Attribute, die hier am besten drauf wären. Ihr könnt hier auch Rüstung drauf machen oder fehlende Widerstände, falls euch danach was fehlt. Genauso wie auf Ringe. Ansonsten auch auf den Ringen immer Angriffsgeschwindigkeit, kritische Trefferchance und Stärke. Das sind die priorisierten Stats, wenn ihr keine Rüstung und keine Widerstände mehr braucht. Zu dem Aspekt auf dem Amulett können wir sagen, da ist das Beste tatsächlich Eisenhaut, Verleiht und Aufhaltsamkeit und 53% Schadensreduktion. Sehr, sehr viel Schadensreduktion. Deswegen wirklich aufs Amulett damit. Ja, wir wollen versuchen, unsere Eisenhaut fast immer aktiv zu halten. Damit sind wir fast unsterblich. Auf den Ringen, da haben wir 2 Aspektmöglichkeiten natürlich wieder. Wirkt ihr Basisfertigkeiten unter 50% der Ressource, erzeugt ihr mehr Wut. Völlig unwichtig, wir haben ja immer mehr wie 50% Ressource und damit greift das untere.
wirkt ihr Basisfertigkeiten bei über 50% eurer Ressource, verursacht ihr 76%, 80 wäre hier Max, multiplikativ erhöhten Schaden. Extremer Damage Boost solltet ihr auf jeden Fall reinnehmen. Und auf dem anderen Ring, jedes Mal, wenn ihr eine Ruffertigkeit wirkt, wird ihre Abklingzeit pro Gegnernähe um 2 Sekunden reduziert, bis maximal 6 Sekunden. Das ist auch sehr, sehr wichtig, damit wir unsere Rufe eigentlich dauerhaft zur Verfügung haben und eigentlich auch dauerhaft im Kriegs-Berserker-Modus sein können. Dann haben wir jetzt noch die anderen Slots hier an Items. Ich habe hier oben eine Harlekin-Krone drin. Die Harlekin-Krone würde ich euch auch empfehlen. Die ist wirklich sehr, sehr stark. Versucht euch die zu erfarmen, zur Not mit 4 Funken gezielt das Ding herstellen. Sie erhöht nämlich einfach mal unseren Primärangriff, also unsere Basisfertigkeit, den Hieb um 4 Level nochmal. Ich habe hier drauf sogar noch einen verstärkten Wert drauf. Das ist natürlich extrem cool und zwar auf Abklingzeit. Dann habe ich diesen Helm noch vollendet und bei der Vollendung habe ich 2-mal Abklingzeit getroffen. 3. Mal Abklingzeit wäre natürlich auch sehr, sehr nice gewesen. Beim 3. Mal habe ich aber leider Leben getroffen. Also könnte ich den irgendwann nochmal wieder resetten und nochmal bis 12 hochziehen. Achso, da kommen wir nochmal eben kurz, bevor ich das vergesse, hier zu den Härtungen von den Schmuckstücken. Ihr seht ja schon, dass ich auf den Schmuckstücken auch wieder Schaden gegen Gegner in der Nähe mit drauf habe. Überall. Und die zweite Härtung ist nach Möglichkeit Abklingzeitenreduktion. Ich habe hier einmal Widerstände noch mit drauf, weil ich sonst keine Max-Widerstände habe. Habt ihr die Widerstände anders erfüllt, macht ihr Abklingzeiten drauf, so wie ich das hier auch habe. Hier sehen wir das nämlich. Ich habe einmal Schaden drauf, Schaden gegen Gegner in der Nähe und Abklingzeiten für den Kriegsschrei. Genau das gleiche hier, Abklingzeiten für den Kriegsschrei. Sehr, sehr wichtig. Hier drauf könnt ihr theoretisch Abklingzeiten für Eisenhaut mit drauf machen. Dadurch würdet ihr Eisenhaut noch schneller ready haben und noch mehr nutzen können. Kommen wir jetzt zu der Brust. Bei der Brust, da haben wir wieder das Thema, wo wieder ganz viele unter dem Video schreiben werden. Hey, hab gern Spaß, warum hast du so viel Rüstung? Ich habe hier 17.370 Rüstung. Warum habe ich diesen Aspekt nicht drin? Breche ich zusammen. Würde ich jetzt hier 1600 Rüstung raufziehen, komme ich aber nicht auf 9230 Rüstung. Ich habe in meinem Bild leider noch zu wenig Rüstung drin. Normalerweise solltet ihr das so machen, ich habe bloß noch keine guten Füße gefunden. Ihr solltet entweder auf Füße oder auf der Hose Rüstung drauf haben. Wenn ihr das schafft, auf einen von den beiden Slots Rüstung mit drauf zu haben, werdet ihr auch ohne diesen Aspekt auf 9230 Rüstung kommen und bräuchtet diesen Aspekt nicht. Dann könntet ihr euch einen Aspekt hier reinmachen, der euch jedes Mal heilt, wenn ihr eine Ruffertigkeit benutzt. Kann ich allerdings bei mir nicht, weil ich hier keine Rüstung drauf habe und da auch keine Rüstung drauf habe. Und deswegen habe ich bei mir leider Gottes noch den Aspekt drauf, dass ich mehr Rüstung bekomme, aber dafür entrinnen doppelte Abklingzeit hat. Was hier sehr schöne Härtungen drauf sind, ist einmal die Sache Erschütterung, imposante Erscheinung. Aber ihr könntet auch, statt imposante Erscheinung, kann ich euch nochmal eben kurz zeigen, eine andere Härtung treffen. Und die andere Härtung wäre auch völlig in Ordnung. Und zwar ist das imposante Erscheinung, aber hier Kampfkraft. Wenn ihr Kampfkraft trefft statt imposante Erscheinung, könnt ihr das auch drin lassen. Imposante Erscheinung würde euch mehr Leben geben. Und hier die Kampfkraft, die würde euch einfach Schadensreduktion gegen Elite-Gegner geben. Beides also gut, je nachdem, was ihr zuerst trefft. Und in gut trefft, würde ich hier drauf lassen. Das andere ist die Erschütterung. Die Erschütterung haben wir im Skillbaum ganz unten mitgeskillt. Die sorgt dafür, dass wir Gegner, wenn wir sie mit einem Streitkolben treffen, mit einer hohen Chance einfach betäuben. Am betäubten Gegner machen wir dann wiederum mehr Schaden. Bei den Händen sind wir relativ festgelegt. Da haben wir die Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers drin. Da ist nämlich der tolle Unique-Aspekt drauf. Fügt ihr Gegner mit Fertigkeiten, die keine Basisfertigkeiten sind, Schaden zu, werden sie für 3 Sekunden lang markiert. Trifft eine Basisfertigkeit einen markierten Gegner zum ersten Mal, wird ihr Schaden auf alle markierten Gegner reflektiert und sie verursachen 200% erhöhten Schaden. Wir haben die Möglichkeit, mit Stahlgriff Schaden an unseren Gegnern zu machen. Wenn wir das machen, markieren wir den Gegner und dann kommt dieser Proc zum Einsatz und wir machen viel, viel, viel mehr Schaden. Deswegen haben wir diese Handschuhe drin und die kann ich jedem nur empfehlen. Auf der Hose, da kommt eine ganz wichtige Geschichte mit drauf. Und zwar seht ihr das, ich habe hier plus 4 Fertigkeiten zu Typ Basis. Ihr könnt hier auch plus Fertigkeiten zu Hieb drauf machen. Das ist egal, was ihr hier drauf habt. Entweder zu Basisfertigkeiten oder zu Hieb. Bei Hieb habt ihr die Möglichkeit, eine Stufe höher noch zu kommen.
Deswegen wäre Heap noch besser, habe ich allerdings nicht. Aber diese hier ist ziemlich cool, weil die einen verstärkten Wert auf Basis hat. Von daher passt das Ganze auch. Und ich habe ihn dann mit der Vollendung einmal sogar noch erhöht, was auch ziemlich cool ist. Dadurch ist er bei mir auf plus 4. Der Wert Leben pro Sekunde ist blöde. Da wäre es besser, wenn ich da Rüstung drauf hätte. Dann hätte ich nämlich auch die Möglichkeit, hier den Aspekt rauszunehmen. Ansonsten haben wir wieder die gleichen Härtungsmöglichkeiten wie auf der Brust drauf. Schütterung, Kampfkraft oder imposante Erscheinung. Und der Aspekt hier auf der Hose, der ist auch nochmal sehr interessant, denn wir machen mit unseren Basisfertigkeiten eine Schadensreduktion von 20% für 7 Sekunden auf uns. Kommen wir zum Schluss noch zu den Füßen. Bei den Füßen, da ist es bei mir auch noch nicht sehr gut. Ich habe Bewegungsgeschwindigkeit drauf und Stärke, das ist toll. Allerdings muss ich hier Widerstände gegen Kälte haben, sonst erfülle ich meine Stats nicht, dann habe ich keine Max-Resis. Schöner wäre es hier, wenn ich hier auch Rüstung drauf hätte. Also entweder hier Rüstung oder da Rüstung, dann wäre dieses Problem hier oben gelöst. Und dieses Problem wäre auch gelöst, dann wäre ich da bei 9230 oder 9500, würde ja ausreichen. Ich muss hier aber die Widerstände drauf haben, deswegen geht es nicht. Ich habe hier dann zusätzlich nochmal drauf Bewegungsgeschwindigkeit als Härtung und ich habe hier Erschütterung drauf. Und der Aspekt hier drauf ist, wenn ihr blutenden oder verwundeten Gegnern Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu 15%, sie 2 Sekunden lang zu betäuben. 30% wäre hier sogar Max und das ist ein sehr starker Aspekt. Dadurch betäuben wir unsere Gegner und dadurch machen wir den Gegnern noch mal mehr Schaden, weil unsere Gegner ja automatisch anfangen zu bluten, sobald die uns einmal gehittet haben. Das war soweit das Equip, das war soweit die Härtung, das waren soweit die Aspekte. Wir kommen nochmal zum Schluss zur Expertise. Bei der Expertise habe ich die Zweihand-Äxte drin, dadurch mache ich mehr Schaden an verwundeten Gegnern. Und das soll es soweit auch gewesen sein. Das Wichtigste an diesem Bild, bevor ihr diesen Bild machen könnt, ist, dass ihr viel Abklingzeitenreduktion habt. Ihr wollt nach Möglichkeit immer Eisenhaut aktiv haben, bei jeder Mobgruppe und beim Bossen auch sehr, sehr oft. Und ihr wollt sehr, sehr oft den Kriegsschrei benutzen, damit ihr darüber auch im Berserker-Modus kommt. Wir haben auch noch andere Möglichkeiten, im Berserker-Modus zu kommen, haben wir ja im Guide besprochen. Aber das hier ist immer eine relativ sichere Geschichte. Überhaupt wollen wir unsere Rufe fast dauerhaft aktiv haben. Das ist soweit alles. Die Spielweise selber ist dann natürlich ganz einfach, wie bei jedem Bash-Barb. Wir knallen die ganze Zeit Heap raus, Heap, Heap, Heap. Das ist unser Angriff, damit machen wir Schaden. Wir können Gegner ranziehen mit Stahlgriff, machen sie verwundet, kloppen sie instant mit Heap weg. Zur nächsten Mobgruppe gleiche Geschichte wieder und stärken und schützen uns mit den Rufen. Und das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Leute, ich hoffe, euch gefällt diese Variante von Barbaren. Ich glaube tatsächlich, dass das eine sehr, sehr solide Skillung ist. Es ist mit die stärkste Skillung überhaupt für einen Bash-Barb. Es gibt noch eine andere Variante für einen Bash-Barb, die auch sehr stark ist. Das ist dann die Bleeding-Variante. Da kümmern wir uns dann im nächsten Video nochmal drum. Aber an dieser Stelle soll es das mit diesem Video, glaube ich, erstmal gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, Leute, dann könnt ihr die gerne unter dem Video stellen. Da werde ich sie beantworten. Oder ihr schaut abends einfach mal im Stream vorbei. Wir streamen da fast jeden Abend. Ihr seid da herzlich willkommen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer eine schöne Zeit in der Diablo. Findet schöne Sachen, habt viel Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Warten. Ich bin noch nicht bereit.
muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Ich muss warten. Nicht bereit. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Ich muss warten.